Beim Tanzen setzen wir ja normalerweise unseren ganzen Körper ein. Jetzt wollen wir uns aber um ein ganz besonderes Körperteil kümmern, nämlich um die Füße. Und genauer gesagt haben wir zwei Füße. So heißt auch das Lied. Melli, wie tanzen wir das? Ja, liebe Kinder, passt auf. Wir nehmen auch die Füße direkt und tipsen immer einmal so die Fußspitze über Kreuz auf. Genau, sehr gut machst du das. Und wenn wir jetzt ganz fortgeschritten sind, nehmen wir sogar die Arme über Kreuz mit dazu. Genau. Das klappt. Die zweite Bewegung ist ein Hacke-Spitze-Hopsasser. Mhm. Wir fangen mit dem rechten Fuß an und tanzen immer Hacke-Spitze-Hopsasser. Und das Ganze mit dem linken Fuß. Hacke-Spitze-Hopsasser. Machen wir nochmal. Hacke-Spitze-Hopsasser. Hacke-Spitze-Hopsasser. Das waren jetzt auch schon die schwierigsten Elemente. Jetzt geht's weiter. Wir marschieren. Und dann laufen wir. Dauerlauf. Uiuiui, schnell. Wir hüpfen hin und her. Genau, können wir auch mit eingestützten Händen machen. Wir schleichen und sind ganz leise. Jetzt wird es ein bisschen sportlich, Volker. Wir gehen runter. Oh, da knacken meine Knochen wieder. Na, bei euch wird es bestimmt viel besser klappen, oder? Und zum Abschluss ist der Flo dran. Und die Flöhe sind ja ganz flink und springen ganz hoch. Und das machen wir genauso. Na, da würde ich doch sagen, tanzt einfach alle mit. Denn jetzt geht es los mit den zwei Füßen. Viel Spaß. Schleichen kaum vom Fleck, zwei Füße schleichen ohne Ruhe, zwei Füße schleichen immer zu, zwei Füße springen wie ein Floh, zwei Füße springen.